Und herzlich willkommen zurück im alten Rom mit von Lyr Gameplays als Hobby bei dem Spiel Wise, Sohn von Rom, so. Son of Rome oder wie auch immer. Ja, wir haben beim ersten Teil eigentlich schon fast das Ende des Spiels mitbekommen und fangen jetzt hier in seiner Vergangenheit als Art Erzählung an. Wie es dazu kam, und da bin ich echt mal gespannt. Das hier spielt jetzt vor 10 Jahren ungefähr. Und ja, wir machen einfach mal weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich beim Training mit unserem Vater. Und hier steht es auch schon, Deckung durchbrechen, drücke rechte Maustaste. Die Deckung einiger Gegner musst du erst durchbrechen. Machen wir das doch. Drücke linke Maustaste, sobald die Deckung deines Gegners durchbrochen ist, um ihnen Schaden zuzufügen. Und nochmal! Noch einmal! Genau so! Gut gemacht, so! Jetzt nochmal, aber triff nicht diesmal! Dreimal! Abgeblockt! Versuch's erneut! Okay. Ja, bleibst du auch mal stehen? Alter Mann! Drei Treffer oder es zählt nicht. Komm schon. Exzellent gefochten. Hat das jetzt gezählt? Mach dich bereit. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Okay. Konzentrier dich, Varius. Alles eine Frage der Zeit. Noch einmal. Warte auf den richtigen Moment. Versuch's nochmal. Perfekt. Ich mach mich gut. Oh, cooles Kolosseum im Hintergrund. Wie geil ist das denn? Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Perfekte Schläge sind schneller als schlecht abgepasste Scheiße, ich konnte es nicht lesen. Komm schon! Was soll ich denn jetzt machen? Rhythmus, Mario, Rhythmus! Warte auf den richtigen Moment und schlage zu! Kombiniere deine... So nicht, du musst deine Hiebe zeitlich abpassen. Um es erneut zu versuchen, drücke L-Shift zum Überspringen. Man kann seine Unterwäsche sehen, alles klar. Ja, habe ich das denn jetzt geschafft oder nicht? Hui, hui, hui. Komm her, Vater. Ja, ich denke mal, wir haben es geschafft, oder? Links Shift, okay. So. Genau so. Meisterhaft. Mhm. Was jetzt? Ach, Speicherpunkt. Ein trauriger, aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern.
Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab. Wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn inmitten einer Schlacht. Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten. Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Septima! Barbaren! Folge mir! Toll, jetzt hat eben gerade die Post geklingelt. Ich musste eben gerade schnell an die Tür. Jetzt habe ich die Geschichte nicht mehr mitbekommen. Ich bin nur bis zum schwarzen General gekommen. Ja, muss ich mir den Teil nochmal angucken dann. Scheiße, und schon wurde ich getroffen. Genau so. Bonusschaden zu verursachen. Okay. Die eigentlich schon wieder alle her. Gesundheit. So. Als Mutter ist in Gefahr. Wir gucken trotzdem erstmal rum. Was? Speicherpunkt? Hilf deinem Vater sicher über den Innenhof der Villa. Töte ihn! Sprich mit mir! Oh!
Man kann ja erst laufen lassen oder was? Meine Fresse nicht. Dresche die Ermordung deiner Familie, hilft deinem Vater. Okay, ich nehme an, hier gab es jetzt nichts zu finden. Oh, da ist ja einer. Zu, die wollen uns töten, Marius. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Okay. Nur du und ich. Komm schon, Marius. Heute schade, schon tot. Okay, bevor wir unserem Vater folgen, hier hinten geht's auch noch lang. Das kennen wir ja schon aus anderen Spielen bei mir, dass ich immer erstmal überall herumgucke. Nur nicht da, wo ich hin muss. Okay, hier hinten gibt's wohl scheinbar nichts. Man muss sich doch auch mal ein bisschen umgucken, ey. Wann ist man schon mal in alten Rom? Oh, guck mal an, hier. Ein Riesenbildnis. Okay. Lauter Videos sehen. Wo ist mein Vater? Huch. Rala, dort liegt dein Schicksal. Lauf. Oh, das Spiel entwickelt sich wirklich interessant, also das ist cool. Oh, griechische war es, oder? Hier gibt es viel zum kaputt machen. Ob uns das auch immer was bringt. Oh, eine Sonnenuhr. Wie viel machen wir es denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Interessante Uhrzeit. Oh. Neue Sehenswürdigkeit freigeschaltet. Sehr schön. Gibt's hier denn sonst sowas? Nö, ne? Scheinbar nett. Ui. Neue Schriftrolle aufgesammelt. Ja,
kann man die nicht direkt lesen dann? Aha. Neue Chronik gesammelt. Da können wir wohl nicht lang. Oh, ich bin noch nie in Rom rumgelaufen. So ein Römerspiel habe ich noch nie gespielt. Das ist mein erstes. Nero est Aenurus. Okay. Siehst du, Graffiti gab es früher schon. Das ist er wohl. Marius, hier lang! Okay. Das habe ich eben gerade gesehen. Zerfetz ihn. Ich zerfetz dich gleich. Nämlich jetzt. Geht doch. Rekrutentreffer, na super. Rekrutentreffer klingt irgendwie ein bisschen schlecht. Ah, Venero. Okay. Oh, so eine Wasserschale für Vögelchen, das ist schön. Hier gibt's viel zu begutachten. Bring ihn zum Forum. Wir beschützen deinen Vater. Geh! Okay. Ich soll irgendjemanden warnen. Ich muss mich gerade mal ausschalten. Da oben steht's. Triff dich mit Platius. Okay. Gibt's hier denn sonst irgendetwas? Da, guck, der leuchtet zum Beispiel. Neue Schriftrolle aufgesammelt. Schade, dass man die Sachen nicht direkt lesen kann, wenn man schon hier ist. Ah ja, okay. Der klettert von selbst. Man muss einfach nur dagegen laufen. Mit der Rüstung sich hochziehen ist bestimmt nicht so leicht. Aufs Dach kann ich aber nicht. Zum Amphitheater muss ich. Die meinen doch wahrscheinlich das Kolosseum, oder? Kann ich nicht hoch, auch wenn da eine Leiter ist. Man muss sich ja ein bisschen umgucken, ne? Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht, damit wir vielleicht auch nichts übersehen. Mhm.
Hier wird eigentlich noch viel gebaut, wie es aussieht. Sind alle tot hier auf der Baustelle. So, hier gibt's nichts, ne? Nee. Wahnsinn. Das muss atemberaubend gewesen sein damals. Für so ein Riesenteil. Es ist ja nicht umsonst ein antikes Weltwunder. Hammer. Das hätte ich gerne mal zu den Lebzeiten gesehen. Rumgucken fällt mir noch so ein bisschen schwer, weil die Kamera so leicht verzogen ist. Speicherpunkt. Die Kaiser werden alle fett, so nach dem Motto. Okay. Die Bürger sind wohl nicht ganz so gut darauf zu sprechen. Wie die Kaiser hier so leben. Neue Chronik gesammelt. Wie viele Chroniken gibt's? Achso, 52. Wir haben jetzt 5. Es wird. Wir haben schon ein Zehntel so gesehen. Drücke zum Rennen F. Okay. Ich kann rennen? Ich dachte, der rennt schon. Drück E, um Pieler von einem Waffenständer in der Nähe aufzunehmen. Oh. Halte Dingsabumser gedrückt, um mit dem Pilum zu zielen. Halte gedrückt, bis die Pfeile rot werden. Lasse dann los, um zu werfen. Okay. Er kann gut werfen. Worauf wartest du noch? Dem Publikum wird langweilig. Ich mach mal auch noch Platz. Geht doch. Pilatus ist wohl tot, würde ich sagen. Da wartet einer auf mich. Okay, sieht wohl nach einem Kampf aus. Römischer Abschaum. Drücke Q, um den Fokusmodus zu aktivieren. Er verlangsamt alle Gegner in einem bestimmten Bereich um dich herum. Fokus zu erhalten. Oha, okay. Da kann ich da mega schnell werden, so nach dem Motto. Ja,
ich bin schon tot. Juhu. Na, tot. Doch, tot. Okay. Komm, wir drücken mal U. Mal gucken, ob wir irgendwas machen. Nee, wir haben kein Gold. Wir können einfach nichts machen. Okay, wieder zurück. Ein weiterer Versuch. Wo fangen wir denn jetzt an? Ich denke mal, wir müssen die Bogenschützen jetzt doch nochmal mit dem Pilumen abwerfen. Oh, hier hinten. Okay, das wurde aber gespeichert. Oh, der kann wohl immer nur kurz rennen. Rom gehört dem Volk. Eine Stadt für das Volk. Ein Kaiserreich. Okay, das kann ich nicht wegdrücken. So, los geht's. Das sind natürlich ein paar hier, da muss man hier immer wieder mal... Unten bleiben. Und dann noch ein paar. Worauf wartest du noch? Dem Publikum wird langweilig! Schnauze. Okay, los geht's. Also. Ja, mach mal Kuh, so. Römisches Schwein. Selber römisches Schwein. Okay, da kommt noch einer. Immer drückt das Verkehrte hier. Neue Hinrichtung. Und genauso heftig. Wird genauso ein Arm abgeschnitten hier. Und da liegt sogar der Arm. Heftig. Gleich. Ich will nur mal gucken, was es hier noch gibt. Da haben wir wieder Pilums. Pilepalepulms. Okay, und wir sind bei 29,5 Minuten. Okay, das heißt, hier mache ich wieder einen Break. Ja, das war der zweite Teil von Wise, Son of Rome. Und mit eurem Van Leer Gameplays als Hobby. Hey, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sterbe zwar noch ab und zu, aber es wird schon besser. Es läuft immer besser. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder dabei. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das machen, dann kriegt ihr ja Bescheid. Und ja, lasst noch einen Daumen nach oben da.
Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite, generell auf YouTube. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder woanders bei meinen Let's Plays. Auf Wiedersehen. Tschüss.